Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 184 von Aquarion. Ja, wir sind hier bei diesen zwei Toren. Da sind wir hingekommen, um die Hati oder wie sie oder ja, so hießen sie, glaube, zu treffen und Informationen von denen zu kriegen. Die Aufgabe war jetzt sozusagen erledigt, die Operation Exodus. Und jetzt ist der nächste Weg, dass wir ein Board finden, wo wir Informationen von der Bruderschaft haben. Wir sollten mit denen dann zusammenarbeiten. Vielleicht haben die Teile für uns und so weiter. Das war unsere Aufgabe. Da hinten blinkt das Teil hier hinten. Wo ist es jetzt da? Ja, und dann müssen wir weiter gucken, ne? Das würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir uns das an. Ich springe mal schon mal gen Norden weiter, weil dann kommen wir so ein bisschen in den Bereich, wo unsere anderen Schiffe auch sind, ne? Bis gleich. So, ich glaube, das ist der vierte Sektor nach Norden. Da haben wir jetzt endlich wen gefunden. Und zwar ist es hier irgendwie Station Urak. Und so ein Schmugglerversteck haben wir hier auch. Schiffswerft. Schmuggler Deluo. Können wir mal kontaktieren. Was hat er denn zu sagen? Grüße. Hallo, interessiert an der Stange Geld für einfache Arbeit? Okay, da komme ich dann wieder zum Dingens hin, ne? Zu Botan. Jetzt gerade nicht, machen wir irgendwann anders vielleicht. Schade, er ist nicht gerne nichts an, für den ganzen Schweigen von den neuen Freunden, die du gemacht hättest. Okay, Transporter. Können wir den was fragen? Gib mir deine Frage, wo ist dein Heimatsektor? Ist jetzt nicht so wichtig. Schiffswerft. Gibt es hier was Interessantes? Nicht, dass ihr wisst, aber du musst nicht weiß. Wenn du arbeitest, suchst du auf den schwarzen Butterfly-Situationen in der Gegend. Ja, danke. Schiffswerft, Schmugglerversteck, Lieferung Pilz und vernichte Piraten. Okay. Und hier gibt's die Crew und da gibt's Güter. Und wir brauchen Aufgaben. Die sehen wir jetzt hier. Doch, schwarze Bretter, da. Vernichte Piraten. Gucken wir mal, was das genau heißt. Schwarzes Brett. Ein nahegelegener Sektor, wo wir Piraten besitzen. Sie greifen unseren Konvoi an Hände an. Wir können diesen Abschaum nicht tolerieren. Wir brauchen jemanden, der sich darum kümmert. Sektor 440, minus 30. Ja, nee, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich suche die Bruderschaft. Das war dann, wie hieß das dann noch? Die Bruderschaft? Ah, die fragen an den Stationen danach. Gut, dann sind wir da einen Schritt weiter. Aber nicht so wirklich, sondern wir müssen weiter gucken. Ich springe dann mal weiter nach Norden. Und da müssen wir auch noch raus. Ach, wir sind schon in der richtigen Richtung. Dann können wir da mal beschleunigen, dass wir da hinkommen. Sprungroute ist berechnet. Dann geht's los in diese Richtung, ne? Noch keine Piraten in dieser Folge. Nur Schmuggler. Waren das auch Piraten? Doch, das waren vielleicht auch Piraten. Die war nicht rot. Aha, da haben wir so ein Teil wieder. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Hier ist sonst nichts. Okay, da ist ein Riss. Und da ist mal ein grüner Blip. Und da ist auch einer. Dann fliegen wir doch mal erstmal dahin. Vielleicht. Ah, die grünen Blips bringen es uns in der Hinsicht ja nicht, dass da Tore sind, wo wir nicht durchpassen. Ne? Dann können wir uns das auch sparen. Aber da sind auf jeden Fall mehr Stationen vielleicht, wo es dann Aufgaben gibt und wo die Bruderschaft vielleicht auch was hingeschrieben hat. Ne? Das müssen wir uns dann mal angucken. Okay, Abwrackoperation, sehr schön. Bergbauschiff, leichtes Bergbauschiff. Da gibt es keine Bretter, würde ich sagen. Schade, ne? Der Riss ist aber groß. Dann müssen wir schon weiter noch nach Norden. Dann fliegen wir doch da mal hin. Die beiden machen da nichts, ne? Einmal bitte abkühlen. Und dann springen wir da hin.
gucken, was der nächste Blip uns bringt. Ah, das schiffern wir eben dem Ladebildschirm auch. Und jetzt sind wir schon hier. Hier gibt es auf jeden Fall einen Handelsposten, der da rechts ist. Aber kein Ausrufezeichen dran, das bedeutet, da gibt es auch keine Informationen, denke ich. Keine Aufträge mehr verfügbar. Okay, das bedeutet, wieder weitersuchen. Ne, der war falsch, der ist richtig. Okay, da müssen wir zweimal springen. Nehmen wir erstmal den hier und gucken, was da so drinnen liegt in dem Sektor. Und auf geht's. Koordinaten sind berechnet. Und wir können springen, ne? Das ist die Frage, wo wir irgendwas finden, ne? Irgendein schwarzes Brett mit den Bruderschaftsfragen. Hier ist im Prinzip nichts. Der ist aber doof da. Der wird immer größer. Springen wir da ein. Ist auch nicht mehr dieses Symbol da oben, dass hier, ne, nichts los ist und wir schneller springen können. Es ist ja irgendwas los. Irgendwas kann man hier entdecken. Ein Versteck oder sowas, wo was drin ist. Gucken, dass wir da jetzt vorankommen. Hier gibt es ein paar Stationen. Ne, Handelsposten, Ressourcendepot. Hat aber keine Aufgabe. Und die Handelsstation ist da oben. Ah, da ist was angezeigt. Gucken wir gerade rein. Schwarzes Brett. Helium-Lieferung. Ne, das ist jetzt nicht das, was wir wollen. Der Riss ist leider immer noch so groß. Dann geht die Reise dahin. Da. Einfach weiter. An diesem Riss müssen wir dann mal langsam vorbeikommen, ne? Der ist uns ein bisschen im Weg. Subsysteme, die deine Schilde undurchdringbar machen. Oder Subsysteme. Ne, Subsysteme. Da ist wieder ein Sender. Brauche ich aber nicht wirklich. Achso, erstmal hier gucken, ist nix. Dann Karte und der Riss wird da zum Glück wenigstens schmaler. Aber wenn, dann will ich schon zu so einem blinkenden Ding hin. Einmal diese Richtung bitte einschlagen. Okay. Tja. Ladebildschirme sind hier im Außenbereich etwas länger, oder wie ist das? Bringt uns jetzt irgendwie gerade nicht so weiter, ne? Hier ist gar nichts los. Aber da scheint es so wenigstens, dass der Riss vorbei ist. Dann fliegen wir da mal schnell hin. Okay. Da haben wir den Asteroiden erwischt. Und dann geht's weiter. Und weg sind wir gesprungen. Okay, hier ist nichts los.
Aber wir kommen endlich um diesen Riss rum. Müssen wir da lang? Mitten durch die Asteroiden durch. So, da laden wir auf und es geht voran. Nächster Sektor. Schauen wir mal, dass wir hier das Richtige jetzt finden. Irgendwo eine Station gerne. Und Piraten und ein Tor. Noch schöner. Das Tor ist schon mal sehr cool. Der Boss ist beschäftigt. Lass den Boss beschäftigt sein. Ich fliege mal da durch. Ich nehme mal das Tor damit. Da kommen wir weiter weg hier. Gucken wir mal, ob die uns angreifen, wenn wir da vorbeifliegen. Aber ich schätze mal, oh, wir würden die angreifen. Das ist unser Problem. Ach, dann lass sie angreifen. Ist auch egal. Jetzt interessiert mich gerade nur ein Schuss und kaputt. Ach, unverwundbar auch noch. Guck mal an, der ist ja richtig gemein. Auch unverwundbar? Ne, sofort kaputt, oder? Ist er immer noch unverwundbar? Tatsächlich. Na, dann können wir auch gleich durchs Tor fliegen. Wo ist das Tor? Das Tor ist weg. Haben die das zugemacht? Ne, da ist es. Haben wir schon einen Kratzer am Lack? Ja. Dann nehmen wir mal das Tor hier in Visier. Hoffen, dass wir da mal passend reinkommen und wir nicht so nebenher fliegen. Sind wir schon ganz rumgeflogen. Kriegen die Drehung nicht hin. So, jetzt klappt's aber, oder? Ja, jetzt müssten wir da reinkommen. Schauen wir das? Ja. Okay, dann machen wir jetzt einen größeren Hüpper. Was machen die denn hier? Kaufmann ruft um Hilfe. Komm, das müssen wir jetzt aber machen, ne? Wenn der schon angegriffen wird, der Kaufmann. Ja. Kaufmann, wir retten dich, aber warte erst, bis wir in Position sind. Der ist schon kaputt. Zu weit weg, da müssen wir ein bisschen näher ran. Der ist auch kaputt. Und der ist auch sofort kaputt. 52.010. Okay, alles klar, hat gut geklappt. Hat der Kaufmann noch was für uns? Seit dem Boot an diesen Dreckskerl ist gut, an den du in die Finger gekommen und macht er, okay. Das ist aber nett von dir, ne? So mit mir umzugehen hier. Wegzufliegen einfach. Okay, da sind wir ja doch ein ganz schönes Stück Richtung Zentrum, ne? Das ist schon mal nicht verkehrt. Das ist aber zurück. Und was ist das für ein Teil da? Das ist ein bisschen besseres, glaube ich, ne? Das ist gelb, das geht ja schon. Sagen wir das nur ein. Ja, schon dran vorbeigeflogen, ne? Drehen wir mal unsere Kiste um. Hoffen, dass wir dann da mal hinkommen. Um das einzusammeln. Top 3-fach Point Defense Geschützturm. Außergewöhnlich. Das geht auch schon mal. Okay, dann gucken wir wieder so ein doofer Riss, ne?
Ich glaube, wir fliegen hier oberhalb hin, weil dann kommen wir vielleicht dran vorbei. Ja, aber ich sehe schon, wir können das Ganze in der nächsten Folge machen. Sprung ist berechnet, wir müssen da noch hin. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Bis dann. Ciao.